Wintersportgebiete wie Winterberg wurden zuletzt von Tagestouristen überrannt. Empfehlungen der Politik, den Regionen fernzubleiben, blieben wirkungslos. Deshalb haben sich einige Orte wie Winterberg komplett abgeriegelt. Darüber spreche ich heute mit Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann. Hallo, Herr Beckmann. Schönen Morgen. Es gab einen riesigen Ansturm von Tagestouristen auf Winterberg. Waren das tatsächlich mehr Menschen als in den Jahren vor der Pandemie? Ja, das waren tatsächlich viel mehr Menschen als vor der Pandemie. Wir sind ein Wintersportort. Wir haben eine Infrastruktur, die auf solche Besucherströme ausgerichtet ist. Aber das hat das bei weitem übertroffen, was ich bisher hier erlebt habe. Dabei waren ja Skilifte und Gastronomie von Anfang an geschlossen. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem so viele Menschen nach Winterberg geströmt sind? Ja, es gibt sicherlich die unterschiedlichsten Ursachen dafür. Zum einen haben wir das erste Mal seit Jahren wieder Schnee über Weihnachten. Weihnachten in den Ferien. Viele Reisemöglichkeiten sind aktuell nicht vorhanden. Das heißt, es gibt keinen Flieger nach Mallorca oder auf die Kanaren. Man kann nicht nach Österreich fahren. Und ich glaube, diese Mischung Lockdown, Ferienzeit, eingeschränkte Reisemöglichkeiten und vor allen Dingen Schnee, das hat dazu geführt, dass ja nicht nur Winterberg überlaufen war, sondern alle deutschen Schneegebirge haben das gleiche Phänomen mitbekommen. Empfehlungen der Politik, keine Tagesausflüge mehr nach Winterberg zu unternehmen, haben ja nichts gebracht. Was hätten Sie sich stattdessen von der Politik gewünscht? Ja, schön wäre es gewesen, aber das ist leider rechtlich nicht zu machen, so ein tagestouristisches Ausflugsverbot. Das hätte uns natürlich geholfen an der Stelle. Aber es ist eben rechtlich so, dass diese Grundrechtseingriffe gut begründet sein müssen und es müssen natürlich auch bestimmte Voraussetzungen dafür vorliegen. Die liegen tatsächlich in Nordrhein-Westfalen, anders wie in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen, nicht vor. Und insofern war das eben auch rechtlich nicht möglich. Aktuell ist Winterberg jetzt aber abgeriegelt für Tagestouristen. Was für Maßnahmen wurden da genau ergriffen? Also wir haben am Wochenende haben wir tatsächlich dann die Reißleine gezogen und haben die Zufahrtsstraßen rund um Winterberg gesperrt, am Samstag mit der ersten Bundesstraße. Das hat es hier so noch nicht gegeben. Und dann am Sonntag tatsächlich viele Zufahrtsstraßen nach Winterberg. Das hat für Entspannung gesorgt, das muss ich ganz klar sagen. Diese Sperrungen sind gestern alle aufgehoben worden, weil wir natürlich im normalen Berufsverkehr jetzt wieder sind. Dennoch, die Situation ist entspannt. Wir haben keinen großen Gästezustrom mehr. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass viele Menschen auch wieder an ihre Arbeit zurückgekehrt sind. Aber wir sind natürlich gespannt aufs Wochenende. Und wie reagieren die Menschen auf diese Abriegelung? Also die Menschen, die zu uns kommen wollten am Sonntag, haben natürlich mit Unverständnis reagiert. Wobei viele sind dann ausgewichen, haben sich andere Ziele gesucht und haben eben dafür die überfüllten Straßen und auch zum Teil chaotischen Zustände gesorgt. Die Menschen hier in der Stadt fanden die Maßnahmen richtig gut, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir Menschen aus der Stadt heraushalten wollten. Es ging in erster Linie auch darum, dass wir die Menschen sichern wollten. Hier wurden Rettungswege zugeparkt, man kam nicht mehr in die Ortsteile rein. Wenn ein Rettungswagen nicht mehr von A nach B kommt, dann gilt das ja nicht nur für die Menschen, die in meiner Stadt wohnen, sondern auch für Gäste, die dann möglicherweise von Wiesen runtergeholt werden müssen, weil sie sich das Bein gebrochen haben. Auch diese Fälle hatten wir. Also insofern diente diese Maßnahme zunächst erstmal darum, die Sicherheit wiederherzustellen, dass die Rettungsdienste wieder an die Einsatzstellen kommen. Und das war das Ziel und das haben wir erreicht. Und deswegen muss man das auch immer von zwei Seiten sehen. Nun wurde beschlossen, dass für Orte mit hoher Inzidenz die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer eingeschränkt werden soll. Ist das in Winterberg für Sie überhaupt kontrollierbar, woher die Tagestouristen genau kommen? Also das ist für uns, wir sind eine Kleinstadt, das darf man nie vergessen. Wir sind keine Großstadt, sondern eine Kleinstadt. Wir haben beschränkte Kapazitäten. Wir haben das Ordnungsamt personell in den letzten Wochen schon massiv aufgestockt. Wir haben alle Verwaltungsmitarbeiter, wo ich es verantworten konnte, aus dem üblichen Verwaltungsmodus rausgeholt. Die stehen jetzt alle auf der Straße, haben gelbe Jacken an. Dazu haben wir Security eingesetzt. Also wir als Kleinstadt werden das nicht kontrollieren können. Das ist uns auch klar. Wir sind heute schon an der Grenze und insofern ist das etwas, wo dann auch der Verordnungsgeber, wenn es denn so erlassen wird, auch tatsächlich umsetzen muss. Und das wäre dann allerdings schon hilfreich, wenn aus den Orten, wo wir diese hohen Inzidenzen haben, die Menschen eben nicht mehr zu uns kommen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Beckmann. Bitteschön.
Wie es in Winterberg und anderen deutschen Wintersportgebieten weitergeht, behalten wir für Sie auf rnd.de im Blick. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.